Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Farming Station angeschlossen und die hat sich schon ziemlich breit gemacht, wie ihr sehen könnt. Und schauen wir mal rein, ob sie gerade was parat hat. Nein, hat gerade keine Ernten parat. Allerdings macht das ja nichts. Ich habe vorher gerade etwas herausgenommen. Das heißt, wir müssen ihr einfach ein bisschen Zeit geben, damit das Ganze auch ein bisschen wachsen kann. Gut. Ich möchte mich damit beschäftigen, noch ein paar Wind Generators zu machen. Generators. Denn unser unser Digital Miner verbraucht so viel Saft, ich sag's euch. Der kommt gar nicht mehr hinterher. Und deswegen schauen wir jetzt mal. Das war hier. Upsi. Okay. Das war hier noch ein, zwei Wind Generators machen. Einmal, zweimal. Den einen setzen wir bei uns hin, den anderen zum Digital Miner direkt. Den einen können wir. Einen setzen wir. Setzen wir den aufs Dach? Wäre ja eigentlich ganz witzig, oder? Wollen wir den hier so hinsetzen? Oh, ne. Passt nicht so gut. So. Dann setzen wir den halt hier hin. So. Und die Kabeln, das könnte sich ausgehen. Wenn es gut geht, geht sich's aus. Ja, das schaut gut aus. Jetzt haben wir auch wieder genügend Strom an unserer Base. Und hier können wir das zweite noch dranhängen. So, hier hinten haben wir den Ausgang. Passt, 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 passt. Alles Paletti. Jetzt geht das auch wieder ordentlich ab. Und wir könnten eigentlich die Speed-Upgrades wieder reinpacken, glaube ich. Ja, das bleibt konstant. Jawohl. Dann schauen wir mal, ob wir die Speed-Upgrades noch im ME-System haben. Speed-Upgrades, jawohl, da haben wir noch zwei. Die können wir direkt in den Digital Miner auch reingeben. Zack. Und geben das hier rein, in den Upgrade-Slot. Ein Speed-Upgrade, zweites Speed-Upgrade. Das bleibt immer noch konstant und er geht deutlich schneller. Dachte ich zumindest, ja. Doch, doch. Gut, das können wir inzwischen durchjagen durch unsere Erzmaschine. Denn so, zack, zack, zack. Das wird hoffentlich alles durchgepulverisiert und so weiter und so fort. Hier haben wir noch ein bisschen was. Das können wir nochmal ins ME-System packen. So, mein Inventar mal wieder ein bisschen aussortieren. Das können wir alles reinpacken. Nein. Die Potatoes hätte ich gerne behalten. Die können wir mal in die Farming Station reinlegen, damit sie die noch anbaut. Und die Bone Meal hätte ich noch ein paar, noch gerne ein bisschen gemacht. Zack, denn das können wir dann schön reinlegen. Auch in unsere Farming Station. Haben wir hier. Ob das jetzt verbraucht wird, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, nehmen wir das Sugarcane dazu. Warum nicht? So, die Potatoes kann es noch anpflanzen, wenn es will. Hier haben wir zum Beispiel gerade zwei Essenzen drinnen. Die können wir gerne mal rausnehmen. Also ich könnte das jetzt da überall Potatoes anpflanzen. Oh, dieses Weizen wollte ich eigentlich wegnehmen, damit es kein Weizen mehr anpflanzt. Denn ich hätte das gerne alles voll mit Potatoes, weil die auf längere Sicht einfach viel nahrhafter sind, als wie wenn wir uns aus drei Weizen ein Brot craften. Und so können wir uns die Potatoes einfach durchbacken und haben eine bessere Nahrungsquelle, wie ich finde. So, jetzt heilen wir uns nochmal hoch und ich habe mal ein Schwert, ein besseres gemacht, denn wir hatten ja bis jetzt nur dieses Basic Iron Sword. Jetzt haben wir ein bisschen ein besseres. So. Gut, wir sehen hier, wird schon fleißig Bone Meal angewendet. Das sollte bald geerntet werden. Hoffe ich. Ja, genau, hier wurde es abgeerntet. Und die Kartoffeln, die dabei rauskommen,
werden direkt für andere wieder angepflanzt. Also fürs Anpflanzen wieder verwendet. Gut, wir haben jetzt schon 4 Essenzen dazu bekommen. Das läuft alles. Gut, was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten schauen. Ich habe gesehen, Armor. Wir könnten uns diese Dark Steel Armor machen. Die wäre ganz nice. Aber dazu brauchen wir halt, glaube ich, Enderpearls, oder? Nein, Stahl und Obsidian. Sehe ich gerade, brauchen wir nur Obsidian Dust und Stahl. Okay, oder halt im Alloy Smelter. Iron, Kohle und... Okay, haben wir noch Steel? Das ist jetzt die Frage. Steel haben wir noch. Dann haben wir noch Obsidian Dust. Obsidian Dust haben wir noch 3, aber noch ein bisschen Obsidian. Was kostet denn die Pflanze? Okay, das ist eine Tier 3 Pflanze. Also eine Tier 3. Mhm. Ja, nee, die können wir uns nicht so schnell machen. Dafür müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber wir könnten uns noch ein paar Samen machen. Zwar Inferium Seeds. Können wir noch die Tier 1 machen. Einmal. Nochmal eine Tier 1 Pflanze. Denn wir brauchen unbedingt mehr Essenzen. Unbedingt. So, aber ihr seht schon, das geht eigentlich relativ schnell. Wir waren ja gerade vorher erst an der Farming Station. Jetzt haben wir schon das nächste Erzeugnis von der Farming Station herausbekommen. Also, es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Gut, die 4 Obsidian können wir nochmal durchrattern lassen. Kommt aus einem Obsidian, ein Obsidian das raus? Oder wie viel kommt da raus eigentlich? 4, ja, passt. Gut. Gut, und in den Alloy Smelter können wir das dann legen. Geht nicht. Okay. Stopp, 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 stopp. Kann ich die wieder zusammen craften eigentlich? Zack, kann ich 4 zu einem Obsidian machen? Nein, kann ich nicht. Toll. Verschwendet. Haben wir noch? Doch, haben wir genug eigentlich. Sollten wir... Oh, muss ich noch ein bisschen was durchrattern lassen. Entschuldigung, da hat mich ganz kurz meine Mutter unterbrochen. So, weiter geht's. Haben wir hier noch Kohle drinnen? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann lassen wir da nochmal schnell ein bisschen Kohle durchrattern. Ich frage mich, ob man die irgendwie upgraden kann. Weil der ist halt schon ziemlich langsam. Naja. Gut, hier haben wir 2. Dann legen wir das da rein. Gemeinsam mit Eisen sollten wir ja ein bisschen was da haben. Jawohl. Also legen wir Eisen, Pulver. Oh nein, 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 verdammt. Are you kidding me? Are you kidding me right now? Das kann ich halt wirklich nicht reinlegen. Oh no, 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 no. Okay. Lehre gelernt. Wir müssen zuerst Obsidian und Eisen reinlegen und dann das andere. So, wir haben 7 Coal Dust. So, Eisen. Obsidian. Und das. Jetzt brennt das Richtige durch. Denn, was machen wir jetzt eigentlich gerade? Die Dark Steel, genau. Dark Steel. Armor wollte ich mir machen. Genau. Genau, genau, genau. Oder wir können noch mal das Sword dafür machen. Warte mal. Dark Sword. Nein, hast du es nicht so? Verdammt. Steel. Da müsste es dabei sein, oder? Nein, auch nicht. Verdammt, wie heißt denn das jetzt? Armor. Hier von dem Dark Helm. Aber das Schwert sollte eigentlich auch dabei sein. Da gibt es auf jeden Fall von dem auch noch ein Schwert, ja? Wie mache ich das jetzt?
Wahrscheinlich eh mit einem Stick und zwei von dem. Schauen wir mal. Sword. Sie. Sword. Dass es da nicht dabei ist, wundert mich. Dark. Da haben wir es. Oder? Nein, das ist das Schwert auch nicht dabei. Verdammt. Aber wie machen wir denn das? Okay, eh ganz normal. Ja, gut. Dann brauche ich einfach zwei Sticks. Stick. Ein Stick und zwei von dem hier. Jawollo, das hat 7 Attack Damage. Das Gute ist, soweit ich das weiß. Vibrant Crystal, wie stellen wir den denn her? Schauen wir mal kurz. Vibrant Crystal. Ah ja, Vibrant Alloy. Und das können wir nicht herstellen, denn dafür brauchen wir das. Ja, alles klar. Brauchen wir eine Ender Pearl. Gut. Haben wir nochmal Stil durchgeschmolzen. Gut. Aber. Haben wir hier noch was drinnen? Ja, haben wir schon wieder ein paar Essenzen. Das ist natürlich nice. Wo hat der bitte jetzt noch Weizen angebaut? Denn Weizen will ich eigentlich nicht dabei haben. Da. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Hat er hier noch irgendwo Weizen angebaut? Nee. Gut. Weil das Weizen will ich jetzt eigentlich nicht dabei haben. Wie schon gesagt. Gut. Inferium ist jetzt nochmal reingeballert. Und das kann man jetzt upgraden, so dass es Energie verbraucht, soweit ich das verstanden habe. Aber schauen wir mal, wann wird denn Nacht? Wann wird es denn Nacht? Ja, nicht so bald. Frage ist jetzt das besser? Oder ist das besser? Shit, Fall Damage, nice. Es hat 7 und 1,6. Aber das ist ziemlich gleich gut, nur das können wir halt upgraden. Okay, dann verbrauchen wir mal das Dia-Schwert. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen Enderman, damit wir uns eine Enderpearl craften können. Also nicht craften, damit wir eine Enderpearl bekommen. Das wollte ich sagen. So, schauen wir mal, was da noch drinnen ist alles. So, das können wir mitnehmen. Inferium wird es hier nicht geben, weil ich den Mod erst später hinzugefügt habe. Was bist du denn? Verpiss dich. Oh, hat mir eine Inferium-Essenz gegeben. Danke dafür. Gut, naja. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir haben uns das Enderschwert, die Ender, heißt das, deswegen habe ich es nicht gefunden, die Ender hergestellt. Und die Farm ein bisschen weiter betreut. Da haben wir nochmal zwei Inferium-Essenzen. Also mittlerweile geht schon ganz schön dahin. Muss ich schon sagen. Schauen wir mal kurz, was wir noch für Essenzen haben. Ja, 11 Inferium-Essenzen haben wir schon. Gut. Wie gesagt, das war's für diese Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann und ciao.